Okay. Hallo. Okay, ich fange gleich an. Okay, dann herzlich willkommen zum Live-Video-Chat. Vielleicht kurz als Info: Es gibt nichts zu erreichen. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist alles. Und es ist alles in dem Sinn, dass es keine zusätzliche Verwirklichung davon gibt. Das heißt, das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist absolut es selbst und dabei natürlicherweise stimmig und ganz. Was wir ganz grob als Illusion besprechen, in dem Sinne ist eine Geschichte, wäre das Erleben, getrennt zu sein. Und das heißt, das Erleben, dass ich etwas bin, was getrennt ist von allem anderen. Man könnte sagen, das ist die getrennte Realität. Ich bin, ist die Basis dieser getrennten Realität. Und zwar als ein energetisches Erleben, könnte man sagen. Ein feines Erleben von Präsenz ist auf eine Art die Basis dieses getrennten Erleben. Oder das ist das getrennte Erleben. Und die ganze suchende Energie, könnte man sagen, kommt aus diesem Präsenzerleben, aus diesem Ich Bin-Erleben. Das heißt, wovon hier gesprochen wird, ist nicht, was man am besten tut, um erleuchtet zu werden. Das wäre Spiritualität, könnte man sagen. Die Annahme, da ist jemand, es gibt eine getrennte Person, wie gesagt, die sich auf dem Weg zum Eigentlichen befindet, zur Erleuchtung, zur Erfüllung, zur persönlichen Vollkommenheit, zum Glück, zum wahren Glück, zu wahrem Frieden und dieses ganze Zeug. Das heißt, die ganzen Hinweise, die ganzen Ratschläge, was man zu tun hat, meditieren, achtsam sein, aufmerksam sein, all das würde stattfinden innerhalb der Annahme, dass da überhaupt jemand ist. Was diese Botschaft sagt, was diese Botschaft scheinbar sagt, ist, dass da überhaupt niemand ist. Genau diese Instanz, es wäre genau dieses Präsenz- oder Ich Bin-Erleben, das letztendlich überhaupt keine Substanz hat. Das existiert gar nicht. Es ist eine Illusion, dass da etwas herausgetrennt ist oder dass da etwas geboren wurde, könnte man sagen. Dass sich da etwas aus der Ganzheit herausgetrennt hat. Es ist eine völlige Illusion. Und mit Illusion meine ich damit nicht das Konzept davon, sondern es ist tatsächlich dieses reine Präsenzerleben, das überhaupt keine Substanz hat. Da ist einfach nichts. Da ist gar nichts, was getrennt ist, was hier jetzt präsent ist als ein Anwesenheitserleben. Gibt's nicht, hat keine Substanz. Befreiung wäre, könnte man sagen, in der Geschichte das Wegschmelzen dieser Illusionen. Es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite ist es diese eine unmittelbare Offensichtlichkeit, dass da gar nichts ist. Energetisch, eine unmittelbare Offensichtlichkeit und gleichzeitig in dieser Offensichtlichkeit ein Wegschmelzen dieses Scheinerlebens und die Symptome davon. Das heißt, das Erleben von Trennung und die Suche im Erfahrenen, könnte man sagen, schmelzt einfach weg. Verpufft, wird nicht mehr ersetzt durch ein neues Erleben. Und das, was bleibt, könnte man sagen, ist das, was scheinbar passiert. Und es ist absolut es selbst und gleichzeitig unbekannt, ungekannt, unerfahren. Und letztendlich braucht es diese Dinge aber überhaupt nicht.
Schon das wäre ja auch Teil der Illusion, dass es eine Erfahrung von Einheit braucht oder dass sich das, was passiert, sitzen vor einem Computer, selbst erfährt und kennen muss, zum Beispiel, um sich selbst zu sein. Muss es gar nicht, braucht es nicht. Insofern ist es keine persönliche Botschaft. Es gibt niemand, weder ein Lehrer noch ein Schüler. Es ist niemand auf dem Weg. Es gibt niemand, der sich verhält und verhalten kann und verhalten muss. Es ist eine völlige Illusion. Und diese ganzen Lehren, könnte man sagen, die ganzen spirituellen Lehren, gehen natürlich immer davon aus, dass da jemand ist. Insofern gibt es keine Verbindung zwischen diesen sogenannten Wegen und dem, was hier gesagt wird. Wovon hier gesprochen wird, ist nicht ein anderer Weg oder ein neuerer Weg. Wovon hier gesprochen wird, ist nicht eine andere Möglichkeit der Herangehensweise. Es gibt keine Herangehensweise. Und auch das, was hier gesagt wird, ist keine Herangehensweise. Es ist kein Teaching. Es gibt keine Ansage sozusagen. Es ist niemand getrennt. Das ist es. Fertig. Fertig für niemanden natürlich. Immer schon fertig gewesen. Immer schon das, was passiert. Immer schon vollständig, komplett, ganz. Nie anders gewesen. Falls es dazu Fragen gibt, oder Kommentare, gern einfach im Chat schreiben. Okay, Frage. Ist es nicht irgendwie schizophren für dich? Einmal die Person Andreas scheinbar zu sein, aber auch das scheinbare Wissen zu haben, dass das, was ist, einfach nur geschieht, beziehungsweise alles traumähnlich ist. Nee, eigentlich ist es überhaupt nicht schizophren, sondern man könnte sagen, es ist die natürliche Realität. Insofern wäre genau dieser aus Sicht der Person der scheinbare Widerspruch, nämlich dass das zu geschehen scheint, einschließlich wie man selber ist, und auf der anderen Seite, dass das überhaupt keine Realität hat, ist die natürliche Realität. Insofern ist es gar kein Widerspruch in dem Sinn. Nee, es wäre eben genau nicht schizophren. Die Person könnte natürlich annehmen, dass es schizophren ist, weil es aus Sicht der Person zwei verschiedene Dinge sind. Beziehungsweise da ist dieses Erleben, dass ich diese Person bin und dass alles nicht real ist, könnte man sagen, bleibt irgendwie konzeptuell. Und die Person hat aus ihrem Erleben raus keine Möglichkeit, die beiden zusammenzubringen. Oder die denkt, es wären zwei Aspekte, zwei getrennte Aspekte, die man zusammenbringen müsste. Und gleichzeitig ist natürlich auch mit dem Wissen. Im Prinzip steckt das Dilemma schon in diesem ersten Halbsatz. Einmal die Person Andreas scheinbar zu sein. Das ist alles. Das, was scheinbar passiert. Scheinbar Andreas zu sein, ist alles. Insofern ist das, wovon hier gesprochen wird, auch kein zusätzliches Wissen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass scheinbar Andreas passiert und zusätzlich weiß ich sozusagen, dass alles traumähnlich ist, sondern dass Andreas das ist, was passiert, ist traumähnlich.
Okay. Frage: Wenn es in Wahrheit keinen Täter, keinen Denker, keinen Redner und keinen Zuhörer gibt, können dann dein Ereignis der Ichlosigkeit und die Beschreibung dazu überhaupt wahr sein? Ist dann das Gegenteil von dem, was du hier sagst, nicht genauso richtig? Ja und nein. Also auf eine Art hast du natürlich recht. Wovon hier gesprochen wird, ist nicht ein bestimmter Zustand, der in Abgrenzung zu allem anderen ist. Insofern gibt es kein reales Ereignis der Ichlosigkeit. Das ist eine Geschichte natürlich. Und es gibt insofern auch keinen realen Zustand der Ichlosigkeit, der im Gegensatz zu Ichhaftigkeit ist. Letztendlich ist da einfach niemand. Es gibt keine getrennte Instanz. Und natürlich ist dieser Satz insofern nicht wahr, weil es keinen realen Umstand beschreibt. Und das Gegenteil ist insofern nicht richtig, weil eben gar keine wirkliche Behauptung in dem Sinn aufgestellt wird. Klar, aus Sicht der Person scheinen beides Behauptungen zu sein. Es gibt kein Ich und es gibt nicht. Und aus Sicht der Person könnten beide theoretisch wahr sein. Das eine entspricht vielleicht mehr dem Erleben, nämlich dass da jemand ist, aber theoretisch ist auch was anderes denkbar. Insofern gibt es keine Botschaft, es gibt keine reale Aussage. Deshalb ist auch schwierig, von dem Gegenteil zu sprechen. Frage: Hallo Andreas, es ist jetzt Sprechen und Hören und der Inhalt des Gesprochenen ist dann die Illusion. Ja, man könnte sagen, aus die Person, die Erfahrung von der Erfahrende von Sprechen und Hören, der vermutet Realität im Gesprochenen. Das wäre der Inhalt. Genau, es vermutet einfach, dass der Inhalt des Gesprochenen real ist. Dass wirklich etwas gesagt wird. Aber letztendlich die einzigste Illusion wäre der Erfahrende, der das Sprechen erfährt und der das Hören erfährt. Und man könnte gar nicht wirklich sagen, dann, dass da eine reale Illusion ist, die Überraschung ist, es gibt einfach keinen Erfahrenden. Nicht mal wirklich als Illusion. Damit du auf diese Zeilen hier reagieren kannst, müsste es noch ein Ich bzw. ein Andreas geben, der sich angesprochen fühlt, um diese Fragen zu beantworten. Fragezeichen. Ohne Ich-Illusion dürftest du dich doch gar nicht angesprochen fühlen, oder? Naja, eben nicht wirklich, weil es nie wirklich die Ich-Illusion ist, die handelt und agiert. Das heißt, Reaktionen passieren letztendlich nicht, weil da jemand ist, der reagiert. Weder hier noch dort. Da ist niemand. Es ist niemand hier drin. Und agieren und reagieren und ist das, was scheinbar passiert eben. Und letztendlich stimmt es, aber es ist nichts hier drin, was sich in dem Sinn persönlich angesprochen fühlt. Es ist einfach ein scheinbar leeres Geschehen. Sprechen, antworten, hören, lesen, scheinbar verstehen, was da steht, was aber völlig leer ist und für niemand stattfindet. Hallo Andreas, ist dieses offensichtliche Erkennen, dass da niemand ist, gleichbedeutend mit dem Tod oder fällt die Idee vom Tod hinterher in einen scheinbaren Prozess weg? Naja, es ist letztendlich aus Sicht der Person, ist Befreiung und der Tod das Gleiche, weil es letztendlich das Ende dieses Anwesenheitserlebens ist. Oder es stellt sich eben als illusionär heraus. Das heißt, aus Sicht von Ich Bin ist Befreiung gleich wie der Tod, das Ende der eigenen Anwesenheit. Ja, als Erleben, gar nicht mal als Idee. Natürlich können danach noch Konzepte sein von Tod und Leben und dieses ganze
dieses ganze Zeug. Aber genau, im Prinzip aus Sicht der Person ist Befreiung gleichbedeutend mit dem Tod. Absolut. Frage, dein Mantra ähnlicher Satz in den Videos, dass alles einfach nur das ist, was zu geschehen scheint, nützt doch eigentlich dem Sucher nichts. Auch wenn der Sucher diesen Satz ständig wiederholt oder sich mantraähnlich einredet, oder? Ja, absolut. Diese Botschaft nützt absolut nichts. Wobei das Spannende ist, dem Sucher überhaupt nichts nützt. Letztendlich, weil der Sucher Illusion ist auf der anderen Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil der Sucher eben nur daraus besteht, der Sucher zu sein. Das ist natürlich das Dilemma mit all diesen Methoden, dass sie den Anschein geben zu funktionieren, aber letztendlich immer nur innerhalb dieses, aus Sicht der Person, innerhalb dieses Setups bleiben. Und natürlich versucht der Sucher auch diese Botschaft zu benutzen, nämlich indem er sich diese Sätze vorsagt oder einredet oder irgendwie versucht, das zu erreichen als Person. Und es ist aber völlig hoffnungslos zum Scheitern verurteilt. Natürlich. Suche ist zum Scheitern verurteilt. Die Frage geht weiter. Ähnlich Ramana Maharshi, der die Aufgabe gestellt hat, alle aufkommenden Gedanken zu verinnerlichen, beziehungsweise die aufkommenden Gedanken zu töten, sobald sie sich zeigen mit der Frage, wer bin ich? Natürlich, es ist ähnlich aussichtslos. Und nicht ähnlich, es ist genauso aussichtslos. Es gibt keine Hilfe. Es gibt für den Sucher keine Hilfe. Und es braucht keine Hilfe, natürlich. Denn es gibt keinen Sucher. Der Sucher ist eine Illusion. Letztendlich ist das das Dilemma dieser ganzen Methoden und diesem ganzen Zeugs und diesem Ganzen, was die Person scheinbar macht. Es gibt scheinbar Ergebnisse, die aber niemals das Ende des Suchers, könnte man sagen, herbeiführen oder zu einem realen Finden führen, was auch immer das Finden dann ist. Frage. Die Bezeichnungen als Gesprochenes haben also keine Bedeutung. Es gibt nur Reaktionen, also nur Geschehen, ohne etwas zu sein. Ja, absolut. Ja, das ist die natürliche Realität, die die ganze Zeit scheinbar passiert. Absolut. Frage, was meinst du immer mit Tod? Das Ende der Ich-Illusion oder der scheinbar körperliche Tod? In der Regel meine ich das Ende der Ich-Illusion. Weil normalerweise in der Geschichte der Person die zwei zusammenfallen. Das heißt, aus Sicht dieses Ich-Erlebens. In der Regel glauben Leute, dass sie mit dem körperlichen Tod sterben. Was aber eigentlich das Sterben ist, ist eben das Ende dieser Anwesenheit, dieser Lebenserfahrung. Und was hier gesagt wird, ist, dass sich genau diese Lebenserfahrung, eben das, was sich als präsent im Körper lebend erlebt, dass sich das als eine völlige Illusion entpuppt. Das heißt, er lebt gar nichts im Körper. Hendrik schreibt, weil bei mir ist dieses Anwesenheitsgefühl nicht mehr da, gleichzeitig ist da aber ein scheinbarer Prozess, der sehr schmerzhaft ist. Fühlt sich wie ein Sterbeprozess an. Ja. Es gibt keine Regeln in dem Sinn. Also es gibt kein klar so und so und so und so. Und
Es ist in dem Sinn alles möglich. Auch dass im Prinzip dieses Erleben von ich bin verpufft und dann ein ganzer Rattenschwanz erst losgeht mit Konzepten, die sich auflösen und Verbindungen und die, also diese ganze Symptomatik um dieses Ich-Erleben. Genau. Ja. Und es kann schmerzhaft sein, auch natürlich. Ich meine, was scheinbar passiert, ist, dass ich im Prinzip, wie die Person ein Leben aufbaut, um sich selbst. Also nie ist niemand da, der das bewusst macht. Deshalb sage ich, ist das, was scheinbar passiert. Man lebt in einer Beziehung, von der man etwas haben will oder wo so ein energetisches Suchen stattfindet oder in einem Beruf oder geht zu einem Guru oder betreibt was auch immer, was alles Symptome des Ich-Erlebens sein können, quasi die Suche im Außen. Wenn jetzt dieses Erleben, jemand zu sein, was quasi die Ursache dafür ist, scheinbar ist alles in der Geschichte, zum Guru zu gehen, verpufft, dann könnte natürlich auch diese ganzen Dinge zusammenbrechen. Und es kann schmerzhaft sein, weil ja oft Freundschaften dranhängen oder Beziehungen oder eine andere emotionale Verbindung, die dann auf einmal nicht mehr da ist. Aber das über Zeit dann zusammenbricht, sich quasi wie ein bisschen neu ordnet. Frage: Erfahrungen passieren doch bei dir auch. Einfaches Hören, Sehen, auf das dann Reaktionen folgen. Ja, genau. Allerdings würde ich das nicht Erfahrungen sagen. Das war nämlich die Geschichte. So wie ich das sage, ist das, was scheinbar passiert. Man könnte dann noch sagen, der Körper erfährt. Aber die Illusion, dass es hier drin ein Zentrum gibt, das Gefühle erfährt, von einem getrennten Standpunkt aus, oder das Hören erfährt und deshalb Reaktionen stattfinden, diese Illusion. Und das hat sich als Illusion entpuppt. Insofern ist hier nichts, was erfährt. Ist dort auch so übrigens. Ist nichts, was hier speziell ist. Es gibt keinen Erfahrenden. Okay, es geht noch mal weiter. Es fühlt sich so an, als wenn alle Traumata sich aus dem Körper lösen, alle Anhaftungen und so weiter. Ja, yes, genau. Das habe ich gemeint. Ja. Ja, und es kann, auch da gibt es keine Regel, ne? Das kann schnell gehen, das kann langsam gehen über Jahre. Ja, yes. Ja. Und es ist scheinbar, das kann scheinbar schmerzhaft sein, muss nicht. Genau. Ja. Normal. Okay, Josef schreibt, nochmal bitte die gleiche Frage. Ich habe oft den Eindruck bei deinen Videos, dass du empfiehlst, alles als scheinbar passierend aufzufassen. Das bringt doch auch nichts, oder? Genau. Weil diese Sätze sind keine Empfehlungen. Es ist nicht zu machen. Wovon hier berichtet wird, könnte man sagen, scheinbar, passiert eh schon. Es wäre im Prinzip Teil des Traums, dass man das noch realisieren könnte als Person oder dass das eine Herangehensweise beschreibt. Es gibt keine Empfehlung. Es ist ja überhaupt keine Empfehlung beinhaltet. Es gibt auch nicht die Empfehlung, dass man niemand werden soll, zum Beispiel. Und da ist niemand. Und das, was passiert, ist das, was scheinbar passiert. Aber es ist keine Haltung, die man annehmen kann.
wäre auch eine Sache, woran der Sucher scheitert. Ich meine, es gibt ganze Lehren, die darauf aufbauen, der Beobachter zu sein, der alles nur passieren lässt, zum Beispiel. Ist natürlich zum Scheitern fort. Hört sich gut an, scheint auch ab und zu funktionieren, bleibt aber einfach innerhalb des Erlebens und bleibt immer mit einer Mühe verbunden. Das ist nämlich das Dilemma des Suchers, dass er natürlich für die Methode letztendlich immer arbeiten muss. Der kann nie wirklich da bleiben, im Erreichten, könnte man sagen. Insofern bringt gar nichts etwas. Nichts bringt irgendwas. Schon das wäre letztendlich der Traum, dass mir das, was ich erfahre, etwas bringen muss und kann. Passiert nie, gibt's gar nicht. Es bringt niemals etwas. Egal, in Bezug auf dieses Gefühl von Unerfülltsein oder in Bezug auf diese persönliche Erfüllung. Auch egal, ob das ein Lottogewinn ist oder eine spirituelle Einsicht oder eine Herzöffnung, das bringt nichts. Da ist nicht noch was drin. So wie keine Handlung was bringt und keine Nichthandlung was bringt. Und auch das bringt nichts. Es gibt ja auch keine Kontrolle über das, was passiert. Genau. Ja, es gibt keinen Handelnden oder keinen Kontrollierenden. Nachfrage, du nimmst doch zum Beispiel jetzt diese Zeilen wahr. Und wo ist der Unterschied zu früher in deinem Leben? Naja, es gibt nicht mal einen realen Unterschied zu früher, aber in der Geschichte könnte man sagen, früher hätte einfach das Erleben stattgefunden, dass ich jemand bin, der diese Zeilen liest. Ganz einfach. Für den das die einzigste Realität ist und für den das ein Teil in meinem Leben ist, der mir was bringt oder nicht bringt oder wie auch immer. Und gleichzeitig hat sich natürlich mit dem Zusammenbruch dieser scheinbaren Ich-Illusion überhaupt nichts verändert. Gerade weil es eine Illusion war. Ah, mein Sohn braucht Papier. Es passiert eben gar nichts Neues. Es kommt gar nichts Neues oder irgendwas, was real anders ist. Das ist natürlich die Hoffnung des Suchers, dass irgendwann was passiert, was auch einen wirklichen Unterschied macht. Was den Unterschied macht von mir vom Suchenden zum Gefundenhabenden. Aber da kommt nie wirklich was. Niemals. Auch das Ende der Ich-Illusion ist nicht etwas Neues, das kommt. Okay, Frage. War das Wegfallen des angenommenen Zentrums schwierig, als es geschah? Nee, nee, hier überhaupt nicht. Ich hatte dieses dieses relativ feine Wegschmelzen, könnte man sagen. Also, nee. War nicht schwierig. Ich meine,
Nee, nee. Das heißt, ich hatte einen sanften Tod, könnte man sagen. Ist es bei dir auch so, dass dadurch, dass es keine Trennung gibt, Ereignisse in der Umgebung teilweise stärker auf dich einwirken? Ich hoffe, du verstehst, wie ich die Frage meine. Ja, könnte man so sagen. Ja. Es gibt einfach keine Trennung zu dem, was passiert. Und deshalb ist in Anführungszeichen alles full on. Natürlich, klaro. Man könnte auch sagen, nur zu erfahren, was die Person macht, das ist das Dilemma der Person. Sie erfährt eben nur zu sitzen, zu denken, zu fühlen. Dadurch wird alles abgeschwächt, aber es ist genau das, was es langweilig und fad macht. Und gleichzeitig ist, wenn es keine Trennung mehr gibt, ist alles full on sich selbst. Was dann aber natürlich in dem Sinn überhaupt nicht mehr bedrohlich ist, weil natürlich gar nichts da ist, was sich in dieser Intensität bedroht fühlt. Es ist eben full on das, was es ist, und gleichzeitig ist es leer und bedeutungslos. Aber natürlich, das ist die Person für eine Vorstellung hat von ich bin hier und für mich ist dann alles ganz cool und easy und so aus so einer drüberstehenden Perspektive, das hat tatsächlich mit dem, was hier gesagt wird, nicht viel zu tun. Ja, wenn es ist, ja, full on. Es ist alles. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist alles. Und da gibt es überhaupt nichts, was das abschwächt oder abmildert. Die Person ist, aus Sicht des persönlichen Erlebens heraus, geht es viel darum, abzumildern, abzuschwächen, Intensität abzukühlen und dieses ganze Zeug. Wären alles scheinbare Überlebensstrategien, können wir sagen. Natürlich, das ist es. Full on. War es trotzdem überraschend, als es geschah? Absolut, natürlich. Natürlich, man könnte, für niemand, überraschend ist natürlich eine Geschichte, ist eine Geschichte. Aber letztendlich ist es die absolute Überraschung. Weil es ist das Einzigste, könnte man sagen, worauf sich die Person nicht vorbereiten kann. Auf die eigene Abwesenheit. Und es ist auch unerwartet. Weil das Einzigste, was die Person erwarten kann, ist, da zu sein und zu erfahren. Nicht mehr da zu sein, ist nicht erwartbar, als Konzept vielleicht oder als Idee. Aber wie das ist, ist nicht zu erwarten. Die Person kann erwarten, quasi traurig zu sein oder zu leiden oder sich zu freuen oder dass es ganz toll wird oder dass 20 Leute kommen oder dass niemand zu Besuch. Die Person kann sich alle möglichen Umstände erdenken und erwarten. Aber dadurch, dass die eigene Irrealität kein Umstand ist, der jemand passiert, ist es absolut überraschend und nicht erwartbar. Es ist nicht kennbar. Was ist, ist nicht kennbar. Unerwartbar, kein bisschen. Dass es so ist, wie es ist, und dass das alles ist und stimmig und ganz und dass da niemand ist, können wir sagen, ist nicht erwartbar. Kann sich auch nicht darauf vorbereiten. Es gibt keine es gibt auf den Tod keine Vorbereitung. Okay, Frage. Umso mehr ich mich mit diesem Thema befasse, desto weniger freue ich mich auf verschiedene Dinge im Leben, weil ich nun weiß, dass alles keine Realität hat. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Ja, natürlich, klaro. Es kann beides sein. Also es kann auf eine Art sein, dass es natürlich
dass man sich quasi die ganze Zeit einredet, ja, bringt doch eh nichts, bringt doch eh nichts. Was natürlich sowas Runterziehendes hat. Und was aber auch passieren kann, ist einfach ein unmittelbarer Eindruck von, es ist leer. Und beides kann unangenehm sein, solange da jemand ist, natürlich. Okay, noch zu dem Full On. Ja, genau, 100% Full On. Egal ob scheinbar angenehm oder unangenehm. Oh, natürlich. Keiner da, der einen Vorteil hat. Oh, null. Natürlich nicht. Es gibt keinen Vorteil. In nichts. Ja. Yes. Und es war trotzdem nicht fremd, dieses Wegfallen. Nee, überhaupt nicht. Nee, weil es die natürliche Realität ist. Weil alles auf einmal die natürliche Realität ist, können wir sagen. Die witzigerweise nicht fremd ist. Ich meine, dieses Fremd geht irgendwie davon aus, dass was Neues passiert ist, was real Neues und was völlig anderes. Und genau das ist gleichzeitig nicht auf eine Art. Weil es trotzdem genau das ist, was passiert. Zum Bäcker gehen und zu denken und sich zu freuen und dass es regnet oder die Sonne scheint oder. Die Überraschung ist eher, dass es niemals fremd war. Dass es niemals diese Entfremdung gegeben hat. Man könnte Trennung auf eine Art auch als Entfremdung bezeichnen. Wo ich bin und alles andere um mich herum nicht ich bin. Hört das ständige Bombardement der Eindrücke bzw. Erfahrung oder Wahrnehmung auf, wenn der körperliche Tod eintritt? Oder kann man darüber nichts sagen? Na, letztendlich kann man da nur spekulieren drüber, wie es ist, wie wenn der Körper nicht mehr funktioniert. Bin gespannt. Wird aber in dem Sinn eh niemand da sein, der es erfährt. Letztendlich gibt es schon niemand, der das jetzt beantworten kann. Auch hier könnte man sagen, ne? Eindrücke, Erfahrung, Wahrnehmung ist das, was scheinbar passiert, aber es gibt niemanden, der sich davon bombardiert fühlt. Oder andersrum, derjenige, der sich bombardiert fühlt davon, wäre diese getrennte Person, die letztendlich immer in die Welt hinausschaut. Und alles auf die Person einprasselt. Die Person immer beide Haltungen kennt. Einmal der Täter zu sein, zu erschaffen, zu kreieren. Aber wenn zu viel los ist, bin ich nur noch Opfer, Erfahrender und so weiter. Als was siehst du andere Personen an? Was sind sie für dich? Naja, es gibt keine Aussage darüber, weil es in dem Sinn keine anderen Personen gibt. Ich und andere Personen, können wir sagen, ist das, was scheinbar passiert, aber da gibt es jetzt kein Erleben darin von ich und du, dass ich real ich bin und andere Leute real andere Leute. Also in dem Sinn habe ich keine Haltung oder Einstellung zum Leben. Was sich vielleicht auch traurig anhört in diesen politischen Zeiten.
erscheint das Leben dadurch leichter? Ja, auf eine Art natürlich, klaro, klar. Weil, oder was das Leben in dem Sinn schwierig macht, ist die Annahme, dass darin etwas zu finden ist. Quasi die Suche nach etwas im Leben, könnte man sagen. Erfüllung, Zufriedenheit, Glück. Und man könnte sagen, das ist die eigentliche Anstrengung. Leben selbst oder das, was scheinbar passiert, ist relativ anstrengungslos, weil es passiert von alleine, könnte man sagen. Genau. Insofern könnte man sagen, ist es leichter. Nicht leichter zu tun, weil es natürlich keinen Tuenden gibt, keinen Machenden. Niemand, der glaubt, dass ich Leben tun muss, was eben das Gleiche wäre mit, dass ich Erfüllung finden muss oder tun muss. Und das verpufft natürlich. Und als Geschichte können wir sagen, das vereinfacht wahnsinnig. Klar. In dem Sinne ist Leben oder das, was scheinbar passiert, Einfachheit an sich. Es ist einfach so, wie es scheinbar ist. Das wäre die Einfachheit, die die natürliche Realität ist. Die, wie wir es vorher kurz davon hatten, nicht angenehm oder unangenehm sein muss. Es muss nicht gut werden in dem Sinn, wie die Person das annimmt. Das macht es auch einfach. Frage, wie weit verbreitet ist dieses Phänomen in Anführungszeichen? Kennst du 5, 10, 100 oder vielleicht 1000 Menschen, bei denen das scheinbare Ich weggefallen ist? Na, was würde ich sagen? Wahrscheinlich in meinem näheren Umfeld sozusagen zwischen 15 und 30 vielleicht. Die von Leuten, die nicht mehr behaupten könnten, sie wären jemand. Es wäre natürlich niemand da, bei dem das Ich weggefallen ist. Klar, das ist eine Geschichte, das weißt du auch. Sagen wir bei diesen scheinbaren Leuten gibt es keine Möglichkeit mehr zu behaupten, ich bin jemand. Ja. Hattest du vorher körperliche Symptome? Nee, nicht übermäßig. Ich meine, irgendwie ist es dauernd was los im Körper, scheinbar, aber nee. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig zu sagen, weil ich war natürlich auch dieser spirituelle Sucher, ein paar Jahre zuvor zumindest. Und da macht man im Prinzip die ganze Zeit irgendwas und hat auch die ganze Zeit irgendwelche Symptome. Frage: Der Tod gilt nicht für eine scheinbare Person. Die Show ist doch immer auf Sendung, oder was meinst du? Aber für niemand. Ich meine, die Sache ist, dass ich, wovon hier gesprochen wird, ist, dass ich diese Lebenserfahrung, nämlich dass ich am Leben bin und erfahre und mitkriege, was passiert und das, was passiert, und dass dieses Mitkriegen real ist und dass das, was ich mitkriege, real ist, das entpuppt sich als Illusion. Und in diesem Entpuppen als Illusion bleibt kein Erfahren von irgendwas übrig. Und es bleibt dadurch auch kein Wissen letztendlich übrig. Es gibt insofern kein Leben und natürlich auch kein Tod dazu. Und die Show ist doch immer auf Sendung, ist vielleicht eine Geschichte, ist vielleicht eine witzige Umschreibung für, es gibt nur das, was scheinbar passiert, was nicht etwas ist. Aber die Show ist eben auf Sendung für niemand. Es gibt niemand, der zuschaut. Und insofern niemand, der weiß, dass eine Show läuft.
Ich schreibe nochmal zu den körperlichen Symptomen. Energieerfahrungen im Körper, Hitze, Vibrieren, Fließen oder so. Ja, aber das meine ich im Prinzip die ganze Zeit. Irgendwie ist ja doch immer was los. Ich hatte das jetzt nicht in einem extremen Maße, könnte man so sagen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich lang auch ein spiritueller Sucher war, war das irgendwie auch Alltag, zu gucken, was ist im Körper los und passiert gerade was. Und wenn ich jetzt da reinfühle, gibt es dann ein Ergebnis und was weiß ich, in Blockaden atmen, passiert da was. Natürlich, letztendlich hatte ich immer irgendwelche Energiephänomene, die aber auf eine Art hiermit nichts zu tun hatten, in dem Sinn. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, das hat dann aufgehört, sondern es ist das, was scheinbar passiert, ein scheinbar lebender Organismus. Genau, Frage, ist das jetzt verschwunden? Naja, eben nicht wirklich, weil nö, nö. Allerdings können wir sagen, ist niemand mehr da in dem Sinn, für den es passiert. Frage, gibt es vorher Anzeichen, dass es geschieht? Nee, nicht wirklich. Nee. Ist nicht berechenbar oder vorhersagbar. Und natürlich passiert gar nichts wirklich. Frage, wie schaut es bei dir mit dem ganzen Gedankenmüll aus?
Gibt es den noch? Da weiß ich nicht genau, was du meinst. Man könnte sagen, es gibt niemand, der sich in Konzepten aufhält, wenn du das mit Gedankenmüll meinst. Also Gedanken sind das, was scheinbar passiert, und es können natürlich auch allerlei Konzepte und sowas passieren. Aber man könnte sagen, es ist niemand da, der in diesen Konzepten lebt als Realität. Und das würde auf eine Art die Person scheinbar tun. Die lebt in Konzepten oder lebt in scheinbaren Gewissheiten, könnte man sagen. Das verpufft natürlich. Und letztendlich, weil die Person verpufft. Frage, sorry, muss doch noch mal nachfragen. Eigentlich müsste doch das unpersönliche Anwesenheitsgefühl bestehen bleiben, wenn der körperliche Tod passiert, oder? Naja, ich würde eben sagen, es gibt kein unpersönliches Anwesenheitsgefühl. Das Anwesenheitsgefühl selbst ist die Person. Und okay, man könnte sagen, es kann sich unpersönlich anfühlen, wenn keine persönliche Geschichte dazu läuft. Aber letztendlich ist genau dieses Anwesenheitsgefühl der Traum. Da ist nichts anwesend. Jetzt schon, in Anführungszeichen. Es hat null Substanz. Hendrik fragt: Ich frage mich, wie Awareness-Teacher sagen können, dass sie im Tiefschlaf noch als reines Bewusstsein da sind. Das ist doch einfach nur eine lose Behauptung. Ja, so würde ich das auch sehen. Ja. Ich meine, das Faszinierende an dieser Behauptung ist, dass sie letztendlich nur aufgestellt wird, wenn gerade nicht Tiefschlaf da ist. Das heißt, es ist im Prinzip immer rückblickend. Und genau, du hast dich ja auch damit beschäftigt, schon ich denke, das Hauptargument ist, weil man jetzt sagen kann, dass man geschlafen hat, heißt es wäre dann ein Bewusstsein da gewesen. Aber genau, da ist niemand. Das ist eine Geschichte. Und wenn man es natürlich rein biologisch sieht, was nichts hiermit zu tun hat, könnte man natürlich sagen, dass reines Bewusstsein da war, weil der Körper natürlich funktioniert, also der atmet, der hört ja auch im Schlaf, ne? Deshalb wacht man ja auf, wenn es einen lauten Knall gibt und so. Aber das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was diese Awareness-Teacher meinen, nämlich, dass da etwas ist, was man ist, das im Prinzip ewig ist und das auch im Schlaf da ist. Es gibt eben kein Selbst und keine Selbsterfahrung. Und eben auch diese Behauptung wird immer nur rückblickend aufgestellt. Ist natürlich auf eine Art logisch. Innerhalb der persönlichen Geschichte kann man sich das so hindenken. Ne? Also es gibt in dieser Behauptung eine gewisse Logik. Aber genau. Die fußt auf nichts. Aber man könnte sagen, die Logik ist so einfach, dass es auch schon fast wieder einfach ist, dieses Konzept einfach so kurz mal mitlaufen zu lassen. Genau, weil ich jetzt sagen kann, dass im Tiefschlaf keiner da war. Das habe ich erst heute oder gestern auch gelesen. Ne? Dass ich jetzt sagen kann, weiß, dass im Tiefschlaf keiner da war, gab es da eine Erfahrung von Abwesenheit. Nee, es ist alles nachgedacht, Schlussfolgerungen gezogen. Natürlich alles im Wachzustand sozusagen. Aus der Präsenz raus. Okay, früher habe ich alles versucht, um das irgendwie zu fühlen, was die meinen. Aber es hat sich nie ganz schlüssig angefühlt. Ja, natürlich, könnte man so sagen. Ich meine, das Spannende an diesen Awareness-Teachings ist, dass die auf eine Art die persönliche Erfahrung widerspiegeln und ganz viel da auch resoniert aus der persönlichen Erfahrung raus. Doch irgendwo bei aller Logik und bei aller Nachvollziehbarkeit und Nachfühlbarkeit
Das ist natürlich das Spannende an diesen persönlichen Teachings. Aus Sicht der Person sind die auch nachfühlbar, nacherlebbar, gerade die Awareness-Teachings, weil die natürlich eins zu eins die persönliche Erfahrung besprechen. Aber irgendwo brauchen die einen intellektuellen Kniff, um es mit dieser Botschaft oder mit diesem, die würden vielleicht sagen, reinen Advaita oder keine Ahnung, brauchen die einen intellektuellen Kniff, wo dann eine kleine Erklärung ist nicht mehr nachvollziehbar. Eine kleine Erklärung muss geglaubt werden. Ja. Das heißt, da bleibt immer irgendwo was übrig, wo nicht ganz, nicht 100%, was natürlich auch wiederum einfach die persönliche Erfahrung widerspiegelt. Denn in der persönlichen Erfahrung ist es eben nicht 100% stimmig. Ich schreibe, ja, Hendrik, so geht es mir. Yes. Gleich, ich komme gleich zu dir, Josef. Hendrik schreibt noch, als Teacher muss man ja zu 100% davon überzeugt sein. Kann ich kaum glauben. Ja und nein. Ich weiß, was du meinst. Ist auf eine Art für mich auch unglaublich. Aber man könnte auch sagen, solange da jemand ist, ist diese Person, diese Scheinperson einfach zu 100% davon überzeugt, dass diese Realität die einzigst reale ist. Und dann kann einem das wahrscheinlich auch als Teacher passieren. Wobei es ist ja eigentlich auch noch relativ selten, ne, im Prinzip. Die meisten Leute können ja diesen Schritt nicht gehen, dass die Überzeugung so stark ist, dass man was gefunden hat oder dass man alles erreicht hat. Die meisten Leute bleiben ja doch eher auf der Sucherseite. Was der Lehrer natürlich auch bleibt, aber nicht in seinem eigenen Konzept zumindest. Frage: Verstummen die besitzergreifenden Ich-Gedanken nicht, wenn man Gedanken beobachtet bzw. tötet, wie Ramana es lehrte? Naja, ist auch eine tricky Sache, weil die besitzergreifenden Gedanken, naja, Ich-Gedanken, naja, eben nicht wirklich. Man könnte sagen, die Gedanken, man bekommt eine andere Erfahrung von den Gedanken, eine andere Einstellung vielleicht, aber der die Einstellung hat oder der Beobachter von Gedanken, der bleibt davon letztendlich unberührt. Insofern verstummen vielleicht Gedanken, aber der Beobachter überlebt. Frage: Hat es was Gemeinsames mit Depersonalisierung? Nee. Depersonalisierung ist eigentlich eine weitere persönliche Erfahrung, könnte man sagen. Nämlich die Person zieht sich so weit zurück, dass es sich so anfühlt, als ob da niemand wäre. Aber es fühlt sich so an für jemand. Ist eine Erfahrung. Ist eine andere Erfahrung. Das heißt, im Erleben als Geschichte könnte man sagen, da ist ein Ich, das sich aber tot fühlt. Gibt keine Verbindung.
Frage, kann man sagen, dass Nichtanhaftung, Wunschlosigkeit oder Weisheit bedeuten, sich keinerlei scheinbaren Objekten mehr zuzuwenden? Ja, würde ich so nicht sagen. Denn es würde wieder jemanden benötigen, der das macht. Im Prinzip ist das eine ganz alte spirituelle Tradition, das sagen auch die traditionellen Religionen im Prinzip. Glück ist nicht im Außen zu finden. Bleiben aber dabei, dass Glück sowas wie im Innern zu finden ist oder dass es eine Haltung ist oder eine Einstellung, die man einnehmen könnte, bei sich bleiben, die Aufmerksamkeit bei sich lassen, eben nicht nach außen zu gehen und dort zu suchen. Das Dilemma daran ist, dass diese ganze Subjekt-Objekt-Realität keine Substanz hat. Das heißt, es gibt nicht nur keine Objekte, sondern es gibt kein Subjekt vor allem. Und man könnte sagen, wenn sich dieses Subjekt als Illusion entpuppt oder als völlig nichts, nicht existent, verpuffen automatisch nicht Anhaftung oder Wünsche, um persönliche Erfüllung zu finden. Das verpufft automatisch. Das Dilemma ist, dass es für das Subjekt letztendlich nicht machbar ist. Für das Subjekt ist Nichtanhaftung nicht wirklich machbar. Denn es haftet dann an einen Zustand, an einen anderen Zustand an, was auch immer es sich unter Nichtanhaftung vorstellt. Es gibt in dem Sinn keine Nichtanhaftung für die Person. Auf eine Art könnte man sagen, die Person haftet schon an der eigenen Existenz. Und dann könnte man sagen, auch der Versuch, sich keinen Objekten mehr zuzuwenden, ist schon ein Widerspruch zur Wunschlosigkeit. Denn natürlich die Annahme, dass es besser ist, sich Objekten nicht zuzuwenden, käme ja aus dem Wunsch. Und es könnte natürlich als Weisheit gesehen werden, wäre aber eine weitere persönliche Erfahrung. Im Prinzip, im Außen ist kein Glück zu finden, deshalb richte deine Aufmerksamkeit woanders hin oder was weiß ich. Hätte aber mit dem, was hier gesagt wird, letztendlich nichts zu tun. Es wäre ein weiterer Versuch der Person, richtig handeln zu können oder die richtige Einstellung einzunehmen, die richtige Haltung zum Leben zu finden, um persönliches Glück zu erfahren. Insofern hat es hiermit nichts zu tun. Eine Unterstellung noch. Oh Mann, hast du ein Glück, Andreas, dass es dich nicht gibt? Ja, wahrscheinlich habe da nicht nur ich Glück, sondern ganz viele andere auch. Nee, es bleibt natürlich niemand übrig, der Glück hat. Gibt es Wünsche bei dir? Ja und nein. Wünsche passieren natürlich. Allerdings verpufft die Illusion, dass sie irgendwas mit Erfüllung zu tun haben. Ne, aus Sicht der Person dient jeder Wunsch oder eigentlich die Wunscherfüllung wie so dem Mehren von innerer Erfüllung, könnte man sagen. Das verpufft. Das heißt, Wünsche sind das, was scheinbar passiert, aber das ist völlig leer. Niemand, der hofft, etwas Reales zu bekommen durch die Wunscherfüllung, das verpufft. Zu 100%. Nochmal zu den Awareness-Teachern, was auch noch verwirrend sein kann, dass sich diese Teacher auf non-duale Zitate berufen, die eigentlich gar nicht so gemeint sind, wie sie von den Teachern interpretiert werden. Ja, absolut. Natürlich ist es verwirrend, scheinbar. Ja, aber das ist das Spannende daran, dass sich natürlich auch die Awareness-Teacher auf eine Art auf diese Botschaft hier berufen, jetzt nicht auf mich natürlich,
Das ist klar. Aber das meine ich. Irgendwo, bis zu einem gewissen Grad, lässt sich das alles scheinbar mit der persönlichen Erfahrung vereinbaren. Und irgendwo braucht es dann aber diesen intellektuellen Kniff. Irgendwo kommt ein Konzept rein. Genau. Und es ist letztendlich ein Missverständnis. Die natürlich, solange da jemand ist, kann es nur ein Missverständnis sein. Das ist keine Wahl. Aber natürlich. Genau. Die Hoffnung ist, die Annahme ist, dass das, wovon hier gesprochen wird, oder auch in diesen, in ähnlichen Texten, Botschaften, Schriften, dass es eine persönliche Sache ist. Natürlich versucht die Person alles, es so zu drehen, in bestem Wissen natürlich. Gleicht natürlich ständig ab, die eigene Erfahrung mit dem, was da steht, und versucht es dann auch da rauszulesen. Klar. Und das Witzige ist, es gibt keine Verbindung zwischen zum Beispiel einem Gewahrseins-Teaching und dem, was hier gesagt wird. Sollte die scheinbare Person das Ich als Illusion vollständig verwerfen oder zurückweisen und die Welt als Traum ansehen? Oder ist das auch wieder Awareness-Teaching? Naja, es ist auch eben ein persönliches Teaching, denn genau wer sollte das machen? Es ist ja auch die Annahme, dass da etwas ist, was es richtig oder falsch machen kann oder was eine richtige Einstellung haben kann, nämlich das Ich als Illusion verwerfen und die Welt als Traum ansehen. Naja, viel Spaß. Genau das ist die Illusion, dass da jemand ist, der real existiert und der real richtig und falsch sein kann. Das ist die Illusion, können wir sagen. Da ist niemand. Und es gibt kein richtig und falsch. Es gibt keine richtige und falsche Art zu leben in dem Sinn. Und ich weiß überhaupt nicht, was das Ich, könnte man sagen, als Illusion verwerfen will. Sich selbst. Das könnte man sagen, ist auch das eigene, das Dilemma der Person, dass sie sich selbst nie verwerfen kann. Konzeptuell vielleicht oder gedanklich kann es irgendeine Idee von einer Person in Frage stellen. Aber das eigene feine Anwesenheitsgefühl, das kann sich eben selber nicht wegerfahren. Insofern kann sich die Person nie selbst in Frage stellen oder verwerfen als Erleben, als Idee, als Konzept vielleicht, aber nicht im Erleben. Was ja das Spannende ist, was in vielen Awareness-Teachings eben auch als Beweis genommen wird, am Ende der Suche angekommen zu sein, weil man sich selbst nicht mehr wegnehmen kann. Das kann dann nur noch verpuffen. Aber das ist dann immer überraschend. Kommentar: Bei uns ist ja auch alles, wie es ist. Halt mit ich. Ja, das ist die Illusion. Es gibt nur so, wie es scheinbar ist. In Anführungszeichen für jeden, was allerdings heißt für niemand. Auch bei dir in Anführungszeichen ist es für niemand, das, was scheinbar passiert. Ich weiß, man könnte sagen, es könnte scheinbar die Illusion stattfinden, dass es für dich ist, aber auch das passiert für niemand. Sorry.
Als spiritueller Sucher wirkt die non-duale Message auch oft sehr kühl und intellektuell. Ja, kann sein. Da geht man lieber zu einem Teacher mit einer magischen Ausstrahlung, was ich natürlich überhaupt nicht, weil der scheint ja etwas zu haben, was man nicht hat. So war es für mich zumindest. Ja, zum Beispiel. Ich meine, mein Eindruck ist, dass natürlich, es gibt hier einfach nichts, auch energetisch. Und man könnte sagen, solange da jemand ist und solange das vollen Drive hat, gibt es da einfach auch eine ganz andere energetische Resonanz. Weil natürlich der spirituelle Lehrer eins zu eins die Person anspricht und natürlich sagt, komm zu mir, mach das und dann wirst du glücklich, erleuchtet, befreit. Natürlich aus dem Such heraus ist natürlich das auch genau das, was gesucht wird. Insofern passt es natürlich schon auch zusammen. Und aus der Sicht des Suchers, diese Botschaft ist leer. Es ist nichts, was man sich raussucht, weil es sich so toll anhört. Als Geschichte könnte man sagen, das wird interessant, wenn das andere an Farbe verliert. Wenn ich sein an Farbe verliert. Und natürlich, es gibt nichts. Es gibt hier nichts. Es gibt nichts zu holen. Weder von mir als scheinbarer Person, noch von dieser Botschaft, noch von diesem Event. Okay, ich schreibe jetzt, das finde ich gut. Echt jetzt? Yes. Und Josef schreibt, wenn es keine wirkliche Person gibt und daher denken, fühlen, sehen, hören, riechen, schmecken, berühren, wahrnehmen, erfahren, erleben, auch reden und handeln einfach nur das ist, was zu geschehen scheint, dann besteht keine Notwendigkeit für Befreiung, Erlösung, Erleuchtung oder Erwachen. Yes, genau. Genau. Es ist eine eingebildete Notwendigkeit, könnte man sagen, einer Scheinperson. Diese ganzen Annahmen finden alle statt im Traum. Und der Traum wäre, ich bin. Und ich habe verloren und ich kann Befreiung finden. Und letztendlich, ich muss Befreiung oder ich muss noch etwas finden. Muss gar nicht spirituell sein, aber eben, es gibt keine Notwendigkeit dafür. Die Notwendigkeit ist eingebildet. Alles ist absolut es selbst. Es gibt nichts in diesem ganzen Scheinuniversum, könnte man sagen, das noch erleuchtet werden will. Außer die Illusion, außer innerhalb der Illusion von Selbstbewusstsein. Das glaubt ich zu sein, getrennt in diesem Universum zu leben und auf einer Mission ist. Eben noch Befreiung zu finden oder wahres Glück zu finden oder so. Es ist eine Illusion. Nichts braucht das. Natürlich. Es gibt nichts zu finden. Und in Anführungszeichen, das ist nichts Schlechtes. Aus Sicht der Person ist es natürlich schade, weil das ist es ja nicht. Aber es gibt nichts zu finden. Und es braucht gar nichts gefunden werden. Dann ist ja alles richtig. Juhu. Yes. Ah, natürlich. In dem Sinn Richtigkeit, Stimmigkeit ist die natürliche Realität. Natürlich. Das heißt nicht schmerzfrei oder nur angenehm oder was als angenehm gelabelt wird und. Nee, das ist absolut stimmig, so wie es ist. Was nicht wissbar ist, worin sich niemand finden kann in dieser Stimmigkeit.
einfach der ganz normale Wahnsinn. Ja, absolut. Yes. Für niemand. Ohne zusätzliche Realisation. Ohne dass sich darin jemand als unrealisiert oder realisiert erlebt. Josef schreibt, Befreiung, Erlösung, Erleuchtung oder Erwachen ist bereits da. Es müsste sonst zwei Zustände und Zeit geben, um von einem Status in einen anderen gelangen zu können. Es gibt aber nur Non-Dual, nur Einheit, oder? Ja, so können wir das sagen. Genau. Ja. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist frei, genau das zu sein, was es ist. Ist völlig losgelöst, das, was es ist. Ist erleuchtet, erwacht, naja, ist sich selbst eben. Frage: Kannst du irgendwelche Bücher oder Schriften empfehlen, wo von demselben gesprochen wird? Naja, nicht wirklich, ich bin nicht so belesen. Meine Bücher. Vielleicht die Ribu-Gita können wir vielleicht nehmen. Ich weiß, ich kenne da nicht so viel. Ne? Ich meine, die Ribu-Gita, vielleicht das Thomas-Evangelium. Whatever. Vielleicht ein paar frühere Sachen, Yuji, ja, gibt bestimmt auch ein paar buddhistische Sachen. Aber ich habe da gar nicht so viel parat auf, so viel auf Lager. Ich habe gar nicht so viel gelesen. Schreibt, Mensch, das hätte mir schon einer früher sagen können. Naja, nicht wirklich halt. Und Josef schreibt, auch für Ursache und Wirkung müsste es zwei Zustände und Zeit geben, um vom einen Status in einen anderen gelangen zu können, oder? Ja, genau. So einfach innerhalb der Geschichte. Es gibt's nicht. Hendrik schreibt, deine Bücher stehen natürlich an erster Stelle. Bist du fertig? Nee. Gut, ich schreibe so, jetzt im Ernst, es war wieder sehr aufschlussreich und schön. Danke. Ja, Dankeschön.
Hendrik schreibt, ich bin dann mal weg, war sehr unterhaltsam. Dankeschön. Danke fürs Dabeisein. Okay. Peter 2, sorry, schreibt, Jesus sagte aber. Ah ja, hi. Wenn ihr die 2 zu 1 macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere und wenn ihr das Männliche und das Weibliche zu einem einzigen macht, sodass das Männliche nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich ist, dann werdet ihr in das Königreich eingehen. Yes, absolut, so ist es. Ja. Das wäre jetzt so eine Sache, ne? Aus meiner Sicht könnte man sagen, das beschreibt genau das, wovon hier gesprochen wird. Und gleichzeitig wäre die Illusion, dass da wirklich eine Person ist, die das machen kann und machen muss als persönliche Erfahrung. Man könnte sagen, wenn sich die Person, als Illusion entpuppt, sorry, dann passiert genau das. Dass alles, was vorher wie zwei schien, zusammenfällt zum Unbekannten. Männlich und weiblich. Und das würde für das andere auch gelten. Es ist eben nicht nur, dass das Männliche und das Weibliche zu einem einzigen wird, sondern es ist dann nicht mehr männlich und weiblich. Es verpufft zum Unbekannten. Alle scheinbaren Gegensätze, Widersprüche, oben, unten, rechts, links, gut, schlecht. Männlich, weiblich, dieses ganze Erfahrener und Erfahrenes und dieses ganze Zeug, es fällt zusammen, jegliche Trennung fällt zusammen zum Unbekannten. Darin findet sich nichts, was das dann erlebt, was eine neue Trennung wäre. Ja. Dann werdet ihr in das Königreich eingehen. Das ist das Königreich, was gleichzeitig Sitzen vor einem Computer ist. Und du sein und ich sein und denken und für dieses ganze Zeug. Das ist das Königreich. Weil es bereits jetzt weder ein richtig und ein falsch gibt und ein männlich und ein weiblich, und männliche Energie und eine weibliche Energie und richtig und gut und böse und oben und oberflächlich und tief. Dieses, was auch immer. Wäre alles eingebildet sozusagen, wäre alles Teil dieser Illusion, getrennt zu sein von ich bin jemand, die scheinbar die erste Aufspaltung ist, ich und die Welt. Und auf einmal gibt es diese scheinbar dualistische Realität. Die eigentlich pluralistisch ist. Viele Teile. Sicht der Person ist Einheit oder Keinheit eine zersplitterte Realität aus Teilen, aus ganz vielen Teilen. Und wenn der Trenner verpufft, wenn sich der Trenner oder die Trennende, keine Ahnung, verpufft, verschmelzen diese scheinbaren Teile zum Unbekannten. Beziehungsweise letztendlich verschmelzen die gar nicht, denn es gab sie nie. Es gibt keine Teile, es gibt keine zersplitterte Realität. Es gibt keine duale Realität als solche. Viele Grüße zurück.
Na gut, dann würde ich sagen, ah, gut, es kommt noch. Kann man das wahrnehmende Leben in etwa vergleichen wie ein Prisma, das das Licht aufteilt in verschiedene Farben? Ja, wenn man so will, genau. Die Person legt über alles das eigene Erleben. Die Person erfährt sich als Teil und von sich als Teil teilt es die Realität. Was aber eine Illusion ist, beziehungsweise die Realität wird niemals geteilt dadurch. Diesen Teil gibt es nicht, seine illusionäre Welt. Okay, in diesem Sinn, das ist es. Es gibt nichts zu mitnehmen oder zu tun oder zu lassen. Es gibt keine Person. Es ist nichts verloren. Es gibt nichts zu finden. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist natürlicherweise stimmig und vollkommen. Es ist genau das. Es gibt keine Realisation. Das ist bereits die hundertprozentige Realisation. Es ist nicht etwas. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und auch vielen Dank, liebe Grüße zurück nach Münster.